Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar soll es heute mal wieder um etwas Teureres gehen. Ihr werdet es euch vielleicht schon gedacht haben, es geht hier um den, ja, schicken, ist das ein Drache? Auf jeden Fall ein schickes Mount, auf dem ich mich hier gerade befinde. Und zwar ist es das Gladiator Mount aus der dritten Season, das ich mir jetzt gerade noch just in time geholt habe. Denn die dritte Season endet bei mir jetzt in ein paar Stunden, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, dann müsste die vierte Season schon gestartet haben und dementsprechend war das eher eine knappere Kiste. Das ist eins der letzten Mounts, die mir jetzt hier aktuell noch gefehlt haben. Ich kann es euch jetzt auch mal kurz einmal zeigen. Mir fehlen aktuell zumindest die Mounts, die angezeigt werden, 4 Stück und das sind eigentlich alles Mounts aus der vierten Season bis auf 1. Wir haben einmal hier Bosaf der Kriegspirscher, den gibt es halt erst in der vierten Season für die PvP beziehungsweise, ja, PvP-Arena gewertete Schlachtfelder für diesen Balken, den man auffüllen kann. Dann das Chigglesworth Mount, das gibt es ja für das neue Meta-Achievement aus dem Raid. Und da hier das, diesen Todeswandler, den gibt es für die vierte Season, für den Schlüsselmeister-Erfolg. Dann haben wir noch das Endboss-Mount vom Jailer, das habe ich mir bis jetzt noch nicht geholt im Mythic-Mode, werde ich auch in der vierten Season machen, genau. Aber sonst war jetzt nur noch das hier auf dem Zettel gestanden. Und ja, ich habe mir wieder einen Arena-Boost geholt, werde auch gleich nochmal ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert und was dahinter steckt. Erstmal vielleicht für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was das für ein Mount ist, so eine kleine Erklärung. Also, das hier ist einmal quasi das Gladiator-Mount, das gibt es immer dann, wenn ihr ein bestimmtes Achievement euch erspielt habt, beziehungsweise im eigentlichen Fall ist es eine Heldentat, heißt ein Erfolg, der keine Punkte bringt. Diesen finden wir hier unter Heldentaten und dann Spieler gegen Spieler und da muss man einfach im gewerteten PvP auf 3 gegen 3 auf den Elite-Rang kommen. Den Elite-Rang, der geht los auf eine Wertung von 2400 und dann muss man auf dieser Wertung noch 50 Wins farmen. Es ist tatsächlich so, dass die anscheinend nicht resetten, wenn man wieder drunter fällt. Und wenn man unter 2400 fällt, dann hat man auch noch so einen kleinen Puffer, würde ich mal sagen. Mir wurde gesagt, bis 2375 kann man runterfallen. Man kriegt trotzdem, wenn man gewinnt, noch einen Win hier mit angerechnet. Man bekommt dann als Belohnung sowohl das Reittier als auch den Gladiator-Titel. Den Gladiator-Titel hat man aber nur temporär bis Ende der Season. Heißt bei mir jetzt noch ein paar Stunden im Endeffekt. Es gibt dann aber auch einen Gladiator-Titel, den ihr dauerhaft habt, da müsst ihr aber dann den sogenannten Rank 1 Gladiator machen, heißt unter 0, irgendwas Prozent der besten Spieler sein, dann kriegt ihr dann immer, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle heißt, kosmischer ist es, glaube ich, kosmischer Gladiator und so weiter und den behält man dann dauerhaft. Das ist aber jetzt hier quasi für mich erstmal außer Reichweite und auch nicht von Interesse, weil da gibt es auch keinen Mount für. Gut, so viel dazu, da kriegt man das Mount. Das Mount hat dann auch nochmal eine eigene Heldentat, die man hier kriegt. Ihr seht, letzte Season habe ich es auch schon gemacht, beziehungsweise im BFA war ich da auch schon mal unterwegs. Ich kann euch die auch zeigen. Übrigens, falls ihr euch fragt und die jetzt bei euch im Mount Journal suchen solltet, diese Art von Mounts werden nur angezeigt, wenn man sie hat. Heißt, wenn ihr jetzt alle Mounts in der Liste haben solltet, die aber nicht da drin finden solltet, dann liegt das dran, die werden halt nur angezeigt, wenn ihr sie quasi erspielt habt. Genau. Ja, die von einer Season sind halt ähnlich wie bei den vielen anderen Mounts, die Blizzards reinbringt, sind halt viele Recolors dabei. Das ist jetzt das von der dritten Season mit so ein bisschen roter Rüstung. Ich habe das von der zweiten Season letzte Season auch gemacht. Das sieht halt von der Gestalt genauso aus, bloß hat eine andere Rüstung, andere Augenfarbe. Und das, was ich nicht habe von der ersten Season, das ist das Coolste. Das hat keine Rüstung, hat rote Augen. Aber naja, da machst du nichts. Da habe ich das ein bisschen verschwitzt. Gut, soweit zur Erklärung. Jetzt zu den Kosten, beziehungsweise machen wir die Kosten vielleicht am Schluss zu dem bisschen steinigeren Weg. Die letzten Male, wo ich mir das quasi geholt habe, war es so, dass ich mir Booster gesucht habe und dann den Fixpreis ausgemacht habe. Wollte ich diesmal eigentlich auch so machen. Ist aber alles ein bisschen durch die Hose gegangen, bisschen in die Hose gegangen, so rum. Und dann habe ich ein bisschen gepanickt, mit verschiedenen Leuten gespielt, am Ende, weil es ein bisschen knapp wurde und die Kosten sind ein wenig explodiert. Ich habe, glaube ich, auch einige Matches gestreamt, also wer da dabei war, der hat das vielleicht auch ein bisschen mitverfolgen können. Ich habe das Ganze etwa so einen Monat, bevor die Season zu Ende war, angefangen. Ich hatte, glaube ich, 2 Wochen PvP gespielt, sonst spiele ich jetzt nicht großartig Arena und auch keine Katze. Also ich habe das Ganze mit der Katze gespielt, nicht mit dem Bären. Und habe ein bisschen geübt, so, es war
Monat, eineinhalb, bevor die Season jetzt zu Ende war in etwa, habe ich angefangen mit der Katze zu spielen, so zwei Wochen, zweieinhalb, irgendwie sowas. Und dann hatte ich mir schon mal ein bisschen vorgefühlt und nach Boostern gesucht. Ich hatte das jetzt gemacht, vielleicht, wenn ihr euch da für interessiert, gibt es so ein Discord, das heißt WoW Mark, da wird alles mögliche angeboten, von TCG-Items über irgendwelche seltenen Items im Spiel, über alle möglichen Boost-Geschichten, und das ist halt in Anführungszeichen keine Boost-Community, sondern da bieten einfach Leute was an und andere quasi können das wieder entgegennehmen, also es ist keine fixe Community, sondern es sind halt lauter Einzelpersonen, ne? Also deswegen ist das halt auch von Blizzard geduldet. Die Seite gibt es schon relativ lang. Ich habe da auch einige von meinen TCG-Mounts tatsächlich mir besorgt, muss aber halt auch ein bisschen aufpassen, ne? Gibt natürlich dann auch Scammer, weil da halt jeder was anbieten kann und jeder was kaufen kann. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen, falls ihr da irgendwas kauft. Die haben auch so ein Rep-System, da kannst du dann überprüfen, wie viel Reputation jemand hat, ob der quasi trustworthy ist oder nicht. Also da kann man schon ein bisschen schauen, aber wie überall gibt es halt auch Scammer, ne? Genau, da hatte ich mir dann ein Team rausgesucht gehabt, die das angeboten haben. Die hatten auch ursprünglich einen Fixpreis genannt gehabt. 12 Millionen, was eigentlich relativ günstig ist, wenn ihr vielleicht das Video von ein paar Monaten, wo ich das in der zweiten Season das gemacht habe, da habe ich glaube ich 16 Millionen oder so, wurde da veranschlagt. Und dann war es aber so, dass ich erstmal ein bisschen erkältet war, beziehungsweise ein bisschen, ich war zwei Wochen fast flach gelegen. Dann haben wir das nach hinten raus verschoben. Und wir haben dann auch, also was normal ist, dass du halt dann eine Stunde spielst und schaust, ob die Booster, ob das überhaupt funktioniert. Weil viele Leute wissen das vielleicht nicht, es ist nicht wie ein PvE-Boost, dass du da reingehst, 11Ks und bist da durchgezogen, sondern du musst tatsächlich halbwegs decent spielen, dass das halt funktioniert, ne? Das ist alles auf einem höheren Rating. Wir haben dann am Ende, glaube ich, immer so auf zwischen 2.4 und 2.500 MRR gespielt. Heißt, die Gegner sind da halt alle schon Vollprofis, und wenn du da totale Kacke baust, dann läuft das halt nicht. War die Season meiner Meinung nach auch wesentlich schwieriger als die vorangegangenen Seasons. Liegt wahrscheinlich dran, weil halt sehr, sehr wenig Leute spielen die Season. Aktuell ist die PvP-Szene relativ dezimiert und natürlich bleiben dann eher die Top-Leute über als halt die Leute, die halt so ein bisschen eher casual spielen, ne? Wenn man es jetzt mal so ganz flapsig ausdrückt. Heißt, die Season schien es wesentlich schwerer zu sein. Zumindest kam es mir auch so vor, das habe ich auch von vielen anderen gehört. Und ja, die Problematik, was ich dann hatte, nachdem ich dann mit denen die Stunde gespielt habe, die meinten, ja, okay, wird schon passen, ne? Und dann war aber die Problematik, dass dann einer von denen nicht konnte, irgendwie eine Woche. Dann dachte ich mir, okay, gut, ne, dann machen wir das halt in der Woche. Dann hat sich das wieder nach hinten rausgeschoben. Und als ich dann nochmal mit denen spielen wollte, dann hieß es auf einmal, ja, nee, Fixpreis können wir jetzt nicht mehr machen, weil es Ende der Season und die haben eigentlich nicht die Zeit dafür. Und dann dachte ich mir eigentlich schon, ja gut, kacke, ist eigentlich blöd, will ich nicht, aber ich habe dann am Ende der Season, sind anscheinend diese Leute alle ausgebucht, ne, und dann wird es halt ein bisschen schwierig, kannst du halt nur noch stündlichen Preis machen und sowas ist teuer. Die meisten, also im Schnitt, was ich so verglichen habe, die meisten nehmen eine Million Gold pro Stunde, also kriegt wahrscheinlich jeder von denen die Hälfte, ne, vermute ich mal, und ja, dann geht das natürlich relativ schnell die Kosten hoch. Das Problem war, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es ein bisschen anders gemacht, weil es gibt auch Leute, die halt auf lowerem Rating erstmal das hochboosten. Ich war irgendwas zwischen 17 und 1800, habe ich ein bisschen random gespielt gehabt, um auch ein bisschen reinzukommen am Anfang und natürlich mir ein bisschen Gold zu sparen, ne? Die niedrigeren Ratings kannst du eigentlich mit Randoms irgendwie hochballern und dann den Rest halt schauen, dass man sich da Leute sucht, die einen hochziehen. Ja, also ich war irgendwas zwischen 17 und 1800, genau weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte mir wahrscheinlich was Günstigeres bis 2.1 oder so holen können und dann dieses stündliche Ding machen können. Wusste ich nicht, eigentlich hatte ich das anders mit denen vereinbart. Könnte man sagen, ich wurde da gescammt, aber gut, naja, scheiß drauf im Endeffekt. Ja. Das Problem ist, ich wurde dann öfter blöderweise versetzt von denen, dann hat man was ausgemacht, um die und die Uhrzeit, irgendwie ein, zwei Stunden spielen. Dann frage ich, wie sieht's aus? Seid ihr ready? Ja, nee, wir haben doch keine Zeit. Ich vermute, dass die halt x andere Leute haben. Wahrscheinlich machen da auch manche das mit Echtgeld, das weiß ich nicht. Und ich vermute, dass die dann solche Leute bevorzugen. Aber das ist reine Spekulation, ne? Auf jeden Fall sind da
oder sie sind einfach unzuverlässig, das weiß ich halt auch nicht. Ne? Und ich hatte mir dann, weil ich mir schon dachte, okay, das könnte ein bisschen eng werden, habe ich mir 3-4 verschiedene Leute gesucht, habe mit allen Sachen ausgemacht, habe dann immer mal wieder auch mit verschiedenen gespielt. Muss ehrlich gesagt sagen, die Qualität war sehr unterschiedlich. Bei manchen hat das irgendwie nicht so ganz gut funktioniert. Wird wahrscheinlich auch mit an mir gelegen haben. Ne? Also man kann jetzt nicht nur sagen, okay, die Booster sind kacke, sondern man spielt da natürlich auch selber eine Rolle mit, das ist ganz klar. Aber mit einem hat es halt besser funktioniert, mit den anderen schlechter. Und wenn du dann halt ein bisschen Rating hochspielst, ein bisschen Rating runterspielst und dann halt 800 oder 1 Million reinlatzt pro Stunde, dann geht das halt schnell ins Gold, sagen wir es mal so. Also da muss man ein bisschen gucken. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass nicht nur die Gruppe, die ich ursprünglich gesucht hatte, sondern im Allgemeinen die Leute relativ unzuverlässig waren. Ich hatte einen Tag, da hatte ich mit 3 verschiedenen Leuten was ausgemacht, 1 oder 2 Stunden jeweils, weil ich wollte es halt durchziehen, dass ich fertig bin, dass es am Ende nicht ganz so knapp wird. Und an einem Tag haben mich alle 3 Boostergruppen geditscht. Kurz vorher gesagt, wir können doch nicht. Und dann habe ich schon gezweifelt. Vor allem, ich war dann an dem Punkt, dass ich irgendwo auf 2-2, 2-1, irgendwie sowas in dem Bereich war, also schon doch ein bisschen was an Gold rein investiert hatte und die Season Richtung Ende geht und im Endeffekt, mir bringt ja das Rating an sich nichts. Ich will das Mount haben, also ganz oder gar nicht. Und wenn ich jetzt 2-3 irgendwas Rating habe, dann einen Haufen Gold reingebuttert habe und dann das Mount nicht habe, bringt mir das ja nichts, weil mir geht es nicht ums Rating, mir geht es nicht um irgendwas anderes, mir geht es nur um das Collecten des Mounts, ne, dass ich halt eins mehr habe. Wahrscheinlich werde ich das auch nie wieder reiten, wie bei 99% der anderen Mounts, aber es geht halt um die Sammlung, dass ich da im Ranking ein bisschen hochkomme. Und ja, dann dachte ich mir schon so, okay, war ich schon ein bisschen genervt, da war ich schon an dem Punkt, okay, lass ich es jetzt. Das ist immer dieses Sunk-Cost-Fallacy, dass man denkt, okay, man hat jetzt schon so viel reingesteckt, man muss noch mehr reinstecken, dass man sein Ziel erreicht. Oder sagt man lieber, okay, ich lasse es jetzt an der Stelle, dass ich nicht noch mehr verbrenne, weil sonst hast du am Ende, ich glaube, ab dem Zeitpunkt hatte ich 6 oder 7 Millionen da reingesteckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ich habe dann mit, wie gesagt, verschiedenen gespielt gehabt, unter anderem auch mit, also ich habe mit 2 Teams gespielt, wo man mit Worry plus Priest Healer gespielt hat. Das ist quasi Jungle Cleave, müsste das heißen. Die ganzen Teamkonstellationen haben ihren Namen und dann das andere, was ich gespielt habe, war normales Jungle mit einem Hunter. Das mit dem Hunter ist eigentlich die bessere Kombi, meiner Meinung nach, weil du da besseren CC-Control hast, aber irgendwie hat das nicht ganz so gut funktioniert. Da sind wir ziemlich auf der Stelle getreten. Da hatte ich ein Team, die haben 800k pro Stunde verlangt. Die waren also ein bisschen günstiger. Da war ich dann so auf zwischen 2-2 und 2-3 haben wir. Ne, zwischen 2-2 und 2-4 haben wir da immer gespielt. Aber das ging immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Das war irgendwie leider nicht zielführend. Und dann, wie gesagt, mit 2 Worry-Teams hatte ich gespielt. Bei dem ursprünglichen Team, den wir hatten, da hatten wir einen Heiler, der war so ein, weiß ich nicht, der war ein bisschen komisch, der war dann immer schnell, toxisch will ich jetzt nicht sagen, ja, doch schon ein bisschen, aber schnell halt so, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ein bisschen tiltet und es bringt halt nichts. Ich verstehe halt nicht, wie man als Booster, wenn man das quasi professionell macht, ne, dann bei Sachen tiltet sein kann, da muss man das halt zurückhalten können. Aber gut, wir haben dann mit einem anderen Heiler am Schluss die restlichen Games noch fertig gespielt, hab dann doch einiges noch rein investiert und rückwirkend betrachtet hätte ich mir zum Beispiel diese 4 Stunden, wo ich mit dem Hunter gespielt habe und dem Priest, hätte ich mir komplett sparen können. Also obwohl mit denen habe ich keine Millionen gezahlt, ne, aber das waren dann, 300.000, ne? Die hätte ich mir zum Beispiel komplett sparen können, aber das weißt du halt dann nicht. Ne, 3.200.000 müssten das dann gewesen sein. Um es komplett zusammenzuzählen, ich habe es mir immer mal wieder aufgeschrieben, ich habe, glaube ich, dieses Mal 22 Millionen und, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Genau, hier 22.450.000, ja, habe ich quasi jetzt overall ausgegeben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das alles passt, aber ich meine, ich habe es mir so etwa durchgerechnet, auch mit meinen Add-ons, was ich wo rausgehauen habe. Und ja, also auf jeden Fall kann ich empfehlen, falls ihr sowas machen solltet, übt vorher ein bisschen PvP, schaut, dass ihr möglichst weit selber hochspielt und dass ihr dann einen Fixpreis ausmacht. Weil sobald ihr halt die stündlich zahlt, habt ihr halt immer das Problem, dass man nicht, ich will niemandem was unterstellen, aber dass man nicht weiß, ob die Leute wirklich daran interessiert sind, dich schnellstmöglich hochzupushen oder möglichst viele Stunden mit dir zu spielen, um halt mehr Gold aus der Sache rauszuquetschen. Genau, das sind so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich mitgemacht habe. Die beiden letzten Male
war es gefühlt wesentlich angenehmer, das Ganze zu machen. Da habe ich, glaube ich, in BFA einmal 12 Millionen und ein bisschen was gezahlt. Und in der zweiten Season von Shadowlands waren es, glaube ich, irgendwie 16, irgendwas, ne? Der Fixpreis. Klar, du hast natürlich in WoW auch eine Inflation, das Ganze geht immer ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, diese stündliche Sache hat das natürlich die Kosten gut hochgetrieben. Gut, vielleicht auch, weil ich parallel mit verschiedenen gespielt habe und da die Qualität sehr unterschiedlich war. Ehrlich gesagt, ich könnte jetzt mad sein oder so und sagen, oh, dann wurde ich hier vielleicht... Jetzt gescammt will ich jetzt nicht sagen, aber es wurde halt nicht das, was ich vereinbart habe, ne? Wurde halt dann nicht hundertprozentig umgesetzt. Im Endeffekt bin ich nur froh, dass ich es noch geschafft habe, dass das Gold nicht umsonst war. Ich habe meinen Mount. Ich bin relativ happy. Und ich muss sagen, so die letzte Woche vor Seasonende habe ich tatsächlich schlecht geschlafen und von WoW Arena geträumt, weil ich halt... fast nichts mehr anderes, oder nichts anderes gemacht, ist jetzt übertrieben, aber weil ich dann schon ein bisschen gepanickt habe, dass ich mein Gold für alle für nichts gewastet habe, weil lieber haue ich 22 irgendwas Millionen raus und habe dann das Mount, anstatt dass ich 15 Millionen raushaue und dann gar nichts habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, naja. Gut, so ist es. Jetzt sind wir durch. Für die nächste Season habe ich mir vorgenommen, dass ich von Anfang an ein bisschen Arena spiele, dass ich da erstmal mehr reinkomme, vielleicht auch schon ein bisschen so höher komme und das Ganze ein bisschen früher mache. Am Ende der Season scheint der Boosting-Coaching sagen die ja dazu im Endeffekt, mag sehr überreizt zu sein und man sollte es halt nicht kurz vor knapp machen, habe ich die Erfahrung gemacht. Gut, das sind eigentlich alle Infos, die ich euch geben kann. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dann, ciao.